Eine Blinddarmentzündung ist die Entzündung des Wurmfortsatzes. Der Wurmfortsatz befindet sich zwischen dem Dünn- und Dickdarm. Das ist ein Anhängsel des ersten Anteils des Dickdarms. Es äußert sich meistens dadurch, dass die Kinder krank werden, ein Krankheitsgefühl haben, Fieber haben, manchmal sich übergeben, auch Durchfall entwickeln können, zunehmende Beschwerden haben. Wie gesagt, wenn das Kind richtig krank, einen kranken Eindruck macht, dann ist es sehr häufig mit rechtzeitigen Unterbauchschmerzen eine Blinddarmentzündung.